Die 777X ist noch nicht mal ausgeliefert, aber es gibt schon Ärger, wer der Erstkunde sein soll. Aber es ist ja ein bisschen Zeit bis 2025, da können sich die Freunde ja noch ein bisschen einigen. Dann gab es einen Skandal am Düsseldorfer Flughafen. Drei Lodis haben den ISIS-Gruß gemacht. Ich selber hätte ihn nicht erkannt, deshalb gleich das Video dazu, hätte ich fast gesagt, beziehungsweise das Bild. Machen wir nur das Bild, Video wäre zu viel, ist ja TikTok. Dann haben wir, wer bei Hilton noch kein Kunde ist, gibt Punkte, wenn ihr bei euch bei Hilton Honors anmeldet. Dann United kommt nach Europa zurück, drei Flughäfen werden neu angeflogen oder wieder angeflogen. Und Premium Economy Special Deal Preise. Und da geht es von, und das sage ich euch sofort, von Berlin nach New York. Ja. Für keine 600 Euro. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Auch an diesem heißen, heißen Freitag natürlich die heißen News für euch. Deshalb, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und vor allem kommentiert unten. Eure Meinung ist wichtig. Ich muss überlegen, nein, wir machen Boeing als erstes Thema. Doch. Und zwar Qatar Airways und Lufthansa streiten sich, wer der Erstkunde der 777X werden soll. Jetzt sagt man, das ist ja im ersten Moment natürlich so ein bisschen problematisch. Nein, das ist eigentlich nicht, weil wenn ich das richtig im Kopf hatte, wollte doch irgendwie mal jemand am Golf, und das war glaube ich Emirates, Erstkunde werden, haben sie gesagt, nee, wir wollen ein ausgereiftes Flugzeug, haben da keinen Bock drauf. Und dann ist Lufthansa gekommen. Und dann ist es halt so, dass die Emirates mit ihren 150 Bestellungen ist natürlich auch die Firma, die am meisten bestellt hat. Gut, 35 sind wieder abbestellt, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Aber sie sind halt nach wie vor ganz klar, ganz, ganz weit vorne als größter Betreiber der 777X. Sind ja eh größter 777-Betreiber weltweit. Jetzt geht es so weit, dass man sagt, hey, Lufthansa, du bist unser Erstkunde. Und dann geht das weiter, dass der lustige Al-Barker sagte, wir werden Erstkunde sein. Und das war bei der Farnborough Airshow. Da hat er das nochmal bekräftigt und hat nochmal gesagt, ja, das ist ja so. Und man werde halt als erste Fluggesellschaft der Welt ein Exemplar des neuen Langstreckenflugzeugs einführen, einflotten. Und mit 74 Flugzeugen ist man ja auch der zweitgrößte Abnehmer der Veranstaltung. Aber Carsten Spohr bzw. ein Sprecher, also Carsten Spohr hat selber gesagt, vergangenes Jahr, nee. Aber ein Sprecher sagte, nö, wir wissen nichts von der Planänderung, es gibt für uns keinen neuen Stand. Und die Lufthansa-Gruppe hat insgesamt 27 777s bestellt, die zählen jetzt nicht so ganz zu der X, 20 777-9er und natürlich 777-8er-F. Vielleicht im Rahmen des Deals mit den lustigen 737 MAX hat man bei Qatar da versucht, noch was zu machen. Aber man ist ja in Everett nicht ganz so doof, und also bei Boeing, und sagt da ganz lustig, wir freuen uns, dass wir so gute Erstkunden für die 777X haben. Ja, also ab 2025 soll die Bude fliegen, abwarten, wer der Erstkunde wird. Sagt ihr, Lufthansa wird Erstkunde, oder sagen wir erst, Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst, bringt das Ding erstmal in die Luft. Wobei man dann sagen muss, ich habe es ja selber in Dubai gesehen, das Flugzeug, von der Performance her in Frankfurt ja auch. Da ist es echt schon geil, das Flugzeug. Es hat in Dubai richtig geil, auch in Farnborough wieder hochgezogen, gezeigt, was es kann, was die Maschine halt für ein Potenzial hat. Leider war keiner mit an Bord als Passagier, aber die Testpiloten machen ja Dinge, die im normalen Passagierleben für viele, Gott sei Dank, nicht passieren. Was auch nicht passieren soll, ist am Düsseldorfer Flughafen passiert. Am Düsseldorfer Flughafen haben drei Ramp Agents oder Loadies oder ich weiß gar nicht, da steht ja immer Rollfeldmitarbeiter, was auch immer Rollfeldmitarbeiter sind, das kann ja alles sein.
Und zwar hat die Bild-Zeitung da als erstes darüber berichtet, dass diese diesen sogenannten ISIS-Gruß machen. Ich will ihn nicht nachmachen, weil ich als Aachener eigentlich immer nur den Klenkes zeige, also den kleinen Finger. Das kommt aus der Zeit, wo man Nadeln gesucht hat und diese, die guten, immer schön da geholt hat. Aber den ISIS-Gruß, den hätte ich persönlich nicht erkannt. Wer von euch hätte den ISIS-Gruß erkannt? Wer von euch wusste überhaupt, was das ist? Also was passiert, ist laut Bericht der Bild-Zeitung, das muss man ja immer wieder sagen, wobei das Foto ja eindeutig ist, ist das so, dass die Leute sich neben einer abfliegenden Urlaubsmaschine positioniert haben, den Gruß gezeigt haben, das auf TikTok gezeigt haben, wie das Bild ja hier auch neben mir zeigt. Und ja, das ist ein falsche Zeit, falscher Ort, wie man bei der Bundeswehr sagt. Im Forum, wo ich es gepostet habe, kamen ja auch nochmal Kommentare mit Whataboutism, mit dem Gruß, den wir alle nicht mehr machen dürfen, rechte Hand hoch. Ja, sorry, falscher Zeit, falscher Ort. Also insofern macht man nicht. Aber die Polizei hat gesagt, man hat Gefährderansprachen durchgeführt. Einer ist in Urlaub, deshalb hat man ihn nicht erreicht. Und das wird dann wohl nachgeholt. Aber die Ausweise sind halt wirklich deaktiviert, arbeiten können sie nicht. Ist natürlich für das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen blöd, weil man gerade am Flughafen viele Leute gerade braucht. Und nur so etwas können wir dort nicht gebrauchen. Dann ist die Frage natürlich, die sich jeder stellt, welche Voraussetzungen muss man denn eigentlich haben, um Flughafenmitarbeiter zu werden? Und da gibt es dann halt laut § 4 des Luftsicherheitsgesetzes eine ganz klare Abfolge der Sicherheitschecks. Erstmal muss die Identität des Bewerbers geprüft werden, Straf- und Erziehungsregister eingesehen werden, Ex-Mitarbeiter werden kontaktiert, wie zuverlässig der Mitarbeiter ist. Polizei, Zoll, Ausländerbehörde, Nachrichtendienste werden angefragt, ob man irgendwo Mitglied ist, ist einer Terrororganisation. Und natürlich in Nordrhein-Westfalen werden die Zuverlässigkeitsüberprüfung für einen Flughafenausweis von der Bezirksregierung bearbeitet. Ausgeschlossen unter anderem sind natürlich Gefährder, aber auch zum Beispiel Ex-Stasi-Mitarbeiter. Ich selber für meinen Flugschein muss auch immer so eine ZÜP machen, wie das heißt. Und mir war eigentlich gar nicht bewusst, dass so viel abgefragt wird. Aber hey, who cares? Auch amerikanische Lizenz wurde umgeschrieben. Also ich denke mal, dass das alles im Hintergrund läuft. Dafür ein bisschen Klarheit. Wer mag die United? Ich weiß es nicht, ob ich die United mag. Warum? Ganz einfach. United ist ein Produkt, was schwierig ist. Die Polaris ist geil, wenn es die echte ist. Nicht so ein Pseudo, wo Polaris draufsteht. Aber die United Airlines bringt jetzt ihre Flüge zurück von Newark nach Prag und nach Stockholm-Orlanda. Und diese beiden Flughäfen sind natürlich alte Bekannte. Wer kein alter Bekannter, zumindest nicht so alt, dass ich den noch kannte, ist es so, dass man Berlin von Washington Dulles anfliegt. Ja, das ist doch alles cool. Und zwar werden die alle angeflogen ab dem 25. Mai einmal täglich mit Prag. Dann 30 Polaris-Sitze, 46 Economy Plus, 138 reguläre Economy. Und ihr seht schon, was ist das für ein Flugzeug? Die 767-300. Das ist natürlich ein schwieriges Pflaster, aber so ist das. Die Berliner Variante wird ein bisschen anders sein. Das wird die 767-400 sein mit 39 Polaris, 70 Economy, 70 Economy Plus, 131 Economy. Und natürlich wird es den Flug von Newark nach Berlin noch einmal unterstützen. Also da gibt es dann wesentlich mehr. Die Flüge selber werden einmal täglich durchgeführt werden. Aber es gibt natürlich auch, hätte ich gesagt, Rabatte. Warum? Ganz einfach, weil natürlich in Berlin auch andere Fluggesellschaften kommen. Also Norse zum Beispiel. Wenn man aufguckt, dann sieht man natürlich, dass da Norse fliegt ja auch dann nach von Stockholm aus. Aber ob das dann die Preise runtermachen wird, ich hoffe es zumindest. Man sieht ja auch aus Berlin richtig die Preise, wie sie runtergehen, zumindest was Norse da sagt. Es gibt dann nochmal den Starlines SAS-Flug mit einer 330-300er, dann Delta 767-300, was ein bisschen besser ist. Und Delta fliegt auch JFK nach Prag mit der 767-300ER. Natürlich Extended Range.
Warum ist es eigentlich egal, wenn Star Alliance gegen Star Alliance liegt? Weil es halt einfach das Atlantic Joint Venture gibt, wo man sich, man teilt sich das einfach. Und deshalb ist es egal, wer fliegt. Und deshalb kriegen alle dasselbe Geld. Und da gibt es dann halt auch eine Preisdisziplin. Wo es keine Preisdisziplin gibt, ist natürlich, wenn so einer wie Norse kommt oder aber eine andere Allianz. Kleiner Hinweis, wir haben neue Allianzgruppen gemacht. Wir haben jetzt SkyTeam Insider, OneWorld Insider und Starlines Insider angefangen, weil viele sich trotzdem doch dafür interessieren, unabhängig von der Fluggesellschaft. Dafür haben wir das gemacht. Da muss ich danken unseren Zuschauern, dass ihr das haben wolltet. Was gibt es für Flüge zu sagen? Nubak Prag vom 18 Uhr los, um 8.25 Uhr da am nächsten Tag. Prag nach Nubak um 10 Uhr, um 13.25 Uhr da. Und dann Nubak Stockholm um 17.15 Uhr ist um 7.25 Uhr am nächsten Tag da. Stockholm nach Nubak ist dann wieder vom 9.10 Uhr um 11.55 Uhr da. Auch alles ab Mai, also nächstes Jahr ist noch ein bisschen hin, nur damit das wisst. Washington Dallas nach Berlin ist um 17.45 Uhr um 8.20 Uhr da und der umgekehrte Flug natürlich um 11.10 Uhr Abflug und um 14.30 Uhr in Washington. Eigentlich eine gute Zeit, wenn man es so sieht. Was soll ich noch sagen? Man kann einfach zwei Dinge nochmal zu den Flügen sagen. Der New York-Prag, Nubak ist im Juni 2019 ein Seasonal-Flug. Denn die Pandemic hat natürlich da ihre Strichen durch Rechnung gemacht. Was man aber spannenderweise sagen muss, und das fand ich spannend, ist, dass US Department of Transportation die Daten haben gesagt, dass United 41.926 Passagiere in der ersten Saison transportiert hat und mit einem Sitzladefaktor von 84% und mit 88 als Peak. Und das ist doch cool. Man muss auch sagen, dass 6 der 10 Passagiere aus Prag zum Beispiel Transferpassagiere waren. Was auch mit Berlin noch spannend ist, und das würde ich noch mal ein bisschen in Detail besprechen, ist, Washington nach Berlin ist ein ganz neuer Markt. Ja. Es wurde vorher noch nicht angeflogen, und also zumindest nicht in den letzten 32 Jahren. Und man sieht auch wirklich, dass 35.000 Passagiere diesen Point-to-Point in 2019 genommen haben. Also der Markt ist da. Wenn man das dann halt durch die Sitze teilt, durch das Jahr teilt mit den Peaks und so weiter, dann sollte da auch ein ordentlicher Sitzladefaktor kommen. Und damit ist Berlin-Dallas der drittgrößte nicht beflogene Markt mit einer europäischen Destination. Wusste ich nicht. Auch wieder was gelernt. Wer von euch Hotels mag, mag vielleicht auch Hilton. Und Hilton Honors gibt für Hilton-Mitglieder, die noch keine Mitglieder sind, nämlich Mitglieder werden wollen, da ganz einfach Punkte. 4.500 Punkte. 5.000 Hotels gehören zur Hilton-Kette. Das ist ganz spannend. Man kann sich dann erstmal anmelden und dann von der Promotion nach 2 Aufenthalten 4.500 Punkte gutgeschrieben bekommen. Wichtig ist, dass man sich über die Landingpage anmeldet. Für die erste Nacht bekommt ihr 1.500, für die zweite Nacht kriegt ihr, oder Aufenthalt vielmehr, kriegt ihr 3.000 Punkte. Mitnehmen, gucken, die Freihotels oder die Freinächte fangen ja auch schon relativ früh an. Was soll man dazu noch sagen? Hilton-Kreditkarte nicht vergessen. Wenn ihr eine Firma haben wollt in den USA, ich sage es immer wieder, sprecht mich an, dann könnt ihr auch die amerikanische Kreditkarte kriegen, die natürlich wesentlich mehr Bang for the Buck gibt, wo ihr wirklich was sparen könnt. Dealzone haben wir heute natürlich auch und zielgenau Berlin als Angebot mit der Lufthansa, Austrian, logischerweise bei Österreich, ist ja klar, Brüssel oder United, geht es von Berlin aus nach New York, JFK oder nach Newark. Reisezeitraum ist August, Oktober 2022. Beeilt euch mit dem Flügen. Und wenn ihr den Flug bucht, dann bekommt ihr natürlich für die ganze Bude Premium-Economy-Sitze. 590 Euro. Ist das nicht geil? Wenn wir uns das Ganze jetzt angucken von den Punkten, dann muss ich euch ehrlicherweise sagen, ich habe ein bisschen geschludert. Ich denke, dass das so um die 4.000 Meilen pro Flug gibt. Nach New York dann noch mal ein bisschen von Berlin irgendwo hin, wo ihr hinfliegen wollt, also Connecting. Da ist also das, was da passiert. Aber es gibt natürlich auch auf jeden Fall die 50% mehr Meilen. Ganz wichtig, wer für den Status sammeln möchte.
Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich schwitze mir einen hier ab. Ihr merkt, es ist warm. Vor allem auch mit dem Licht. Danke, dass ihr abonniert habt. Mein Einsatz damit einfach besser macht und natürlich den Kanal da die Glocke anmacht, die Notification drückt und wichtig, wichtig, kommentiert und ein Like da lasst. Danke, dass ihr es tut. Und denkt dran, am 13. August haben wir in Frankfurt den Stammtisch, wenn ihr kommen wollt. Im Hyatt Place haben wir eine Sonderrate, können wir im Moment noch anbieten, wenn ihr euch bei mir meldet, auch über WhatsApp am besten. Also danke, bis dann und jetzt auch wieder tschüss und bis morgen in alter Frische. Schauen wir mal, was das Wochenende uns so bringt.